Hallo und willkommen zurück zu Donkey Kong Country 3, hier in der Welt Gipfelgrat. Ich bin schön Seilbahn gefahren und jetzt geht's in den Luntenlupf. Ja, alles recht alpin in Donkey Kong Country 3. Ja, oh, ach nein, wieder Stress. Oh Mann, oh, eieiei. Da hätte ich jetzt gern den Charakter doch mal gewechselt, weil... Weil Dixie dann doch die geringere Hitbox hat im Zweifel und doch etwas agiler ist. Tja, man darf auch nicht zu weit oben sein. Wow, 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 wow. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich irgendwo... zur Seite aussteige. Ja, ich steige zur Seite aus. Ich steige definitiv zur Seite aus, so. Aber, Gott, oh Gott. Da werden irgendwo Bonus-Levels sein, die ich jetzt nicht austesten kann, weil ich ehrlich überleben will. Okay, da ist was. Oh Gott, wie schwer ist das? Okay, eine Bonusrunde hätte ich. Uff. Finde die Münze. Auch mit Timing, ja. Okay. Naja, das ist ja nicht so schwer. Da muss man einfach nur immer rechts, links lenken, hat man ja gesehen. Aber schnell ging es trotzdem. Ui, okay. Ich muss auf Hinweise achten. Gut, jetzt wäre wieder der Hinweis rechts rüber. Ups. Und gleich in die obere. In das obere Fass. Da ist schon das Speicherfass. Das könnte ein schnelles Level werden, wenn es jetzt nicht noch ultra fies wird. War das am Ende? Nein, das war gar nichts. Okay. Oh Gott. Ich wusste nicht, wofür ich mich entscheiden sollte. Es war... scheiße. Es war happig. Ja, man darf halt auch nicht zu weit oben sein. Was macht ihr denn da? Macht ihr irgendwas? Aha, scheiße. Das konnte ich doch nicht ahnen, dass da oben der nächste Gegner kommt. Aber da ging es garantiert zur nächsten Bonusrunde hoch. Ich frag mich, wie ich in dem Stress noch eine DK-Münze machen soll. Ob ich da gesondert irgendwo hinkomme oder das erst am Ende stattfindet. Ah, das packe ich schon. So, das muss ich eigentlich nicht nochmal machen. Ich habe es trotzdem gemacht, warum auch immer. Es waren nur Bananen. Es waren einfach mal nur Bananen. Oh Mann. Okay, ich darf mich nicht zu weit oben aufhalten. Das muss ich mir jetzt wirklich einbläuen. Oh, shit. Und was habe ich gemacht? Ich war zu weit oben. Der Gegner kam ja gerade erst. Eieiei, so, da geht's rüber. Was? Ach nö, nicht wieder nur Bananen. Okay, bin wieder zu zweit. Das ist ja schon mal gut. Oh Gott. Oh, was macht die denn hier? Okay, links kein Hinweis. Ich trau mich nicht. Rechts kein Hinweis. Ich mache nichts. Scheiße, da kann man doch nicht. Ja, komm schon, geh weiter. Das war dumm. Oh, das war gar nicht so dumm. Ich dachte, ich falle. Aber nein, ich habe das unsichtbare Fass getroffen. Okay, finde die Münze. Ja. Oh Gott. Das ist ja klar, dass das hier immer im Wechsel stattfindet. So, und ich vermute ganz stark, dass die DK-Münze am Ende kommt, wenn alles abgebrannt ist. Wenn Lummerland, abgebrannt ist. Und zwar komplett. Ich gehe mal lieber auf die Seite. Nein, natürlich nicht. Es ist ekelhaft. Ist das ekelhaft? Hier ist kein Platz. Zum Glück schneiden die mir nicht auch noch. Das Seil durch, ne? Das wär's ja noch. Oh Gott. Hilfe. Okay, kann ich stehen? Was? Sieht aus, als wenn es hier durchginge. Ich hätte nach oben. Nein, ich hätte nach oben gemusst. Scheiße. Oh, das war gar keine Absicht, aber ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich mich in den Tod stürze. Ach, wie blöd. Nochmal vom Speicherfass. Da war natürlich die DK-Münze, wie ich es eigentlich vermutet hatte, ne? Boah, aber die Checkpunkte sind auch so fair, ne? Was? Mann, ich wollte darüber springen. Also, dass du gleich nach dem Checkpoint auch das DK-Fass kriegst, den Buddy kriegst, finde ich echt. Sowas muss man als guter Spieledesigner schon machen. So, wir warten. Sonst bin ich hier hin. Da muss ich nicht rüber.
tue ich natürlich trotzdem. Oh, oh, oh. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ach, das war eine blöde Entscheidung. Weil man zu gierig ist. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Es gibt ja auch jedes Mal wieder eine Münze. So ist ja nicht, ne? Wow. So, jetzt bei dem Fass. Kommt das Fass? Nein, jetzt kommen erstmal die. Okay. Hier bei dem Fass warten. Aber das hatte ich ja vorher schon gut gemacht. Puh. Oh, oh, das ist aber auch knapp hier. Das ist ja der offizielle Weg schwerer. Na gut, ich hatte noch niemanden verloren und jetzt bin ich auch wieder zu zweit. Oh. Buchstabe muss schon sein, sagen wir mal so. Boah, das war auch scheiße knapp. Ah, so, was kam denn hier? Ach, hier kamen diese blöden Wespen. Oh Gott. Ah, die schafft man auch. Uff. Ah, ist eigentlich unnötig. Aber gut, ich mach's nochmal. Boah. Na, wo seid ihr? Ihr wart komplett im Wechsel, ne? Da haben sie mich nicht mit irgendeinem umgekehrten Timing reingelegt. Gut. So schnell möchte ich auch mal ein Seil abbrennen sehen. Auweia. Bumm. Okay. Ah. Bin mir auch nicht so sicher, ob man hier oben bleiben soll oder unten. Also in dem Fall unten. Oh Gott, das war scheiße knapp. Es geht doch nicht. Unten brennt's mir die Füße weg. Oben kommen die Fuzzis an. Okay, das musste sein. Ah! Oh, scheiße, zu schnell weggedreht. Oh, Mann! Jetzt kommen die ganzen Flüchtigkeitsfehler. Oh, bitte. Und bumm! So, also doch wieder hier rüber. Weil das auch nicht der schwierigere Weg ist. Super Sache, ne? Die Buchstaben müssen schon sein. Ich bleib ganz oben. Boah. Jetzt kommen sie doch wieder angeflattert hier, oder? Nee. Boah. Ach, wieder die überflüssige Bonusrunde. Aber ich kann mich ja gleich wieder rausfeuern. So ist ja nicht. Beziehungsweise einfach mal untätig bleiben. Zack. Weil zu holen gibt's hier eh nichts. Noch nicht mal Bananen oder irgendwas. Oh. Oh. So, bei denen bleibe ich oben und bei den anderen muss ich doch unten bleiben. Oh, das ist verdammt knapp hier. Oh, da brennt es einem echt den Hintern weg. Ah, scheiße. Boah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, ich bleib dran. War ja schon das Ende hier. Nicht zu weit oben, sonst stoße ich mir noch die Birne. Und... Ach, der Typ ist da... Ach, der ist da unten drin, genau. Deshalb, ich bin vorher gegen den Gegen gelaufen. Och nö, jetzt muss ich auch noch als Dixie... Ich fass es nicht. Ich wollte gerade sagen, ich muss auch noch als Dixie beenden, aber jetzt hat der Sprung nicht geklappt. Alter, das ist so eine... Mühsame Kleinarbeit hier, ne? Das gibt's doch gar nicht. Farming at its best. Aber unter Aufopferung von Leben. Zumindest bin ich wieder Dixie. Klein und wendig. Wow. Ui. Ja, man muss ja nur den Punkt treffen. Wie habe ich das geschafft, da Bananen auszulassen? Kann mir das einer sagen? Ganz oben bleiben, ganz oben bleiben. Man kann es auch anders machen, aber ich finde jetzt die Methode gerade gut. Muss ich mir nicht über die Mitte Gedanken machen. Wow,
das ist auch ekelhaft knapp hier. Das mache ich jetzt diesmal nicht. Da ist nur die blöde Bonusrunde. So, einmal oben bleiben. Nochmal oben bleiben. Dann unten bleiben. Oh Gott. Und unten bleiben. Aber das ist echt schon mies knapp. So, den Buchstaben. Da habe ich ja auch jedes Mal... Ach nee, jetzt... Ah, scheiße. Mir fehlt ein Buchstabe? Komm schon, das muss jetzt das Ende sein. Okay, zumindest bin ich Kitty Kong. Oh, raus hier. Das war zu viel. Das müsste alles gewesen sein, ne? An Extras. Jawohl. Okay, ich kann hoch oder ich kann runter. Wo gehen wir denn hin? Flutlichtfische? Ach, hier oben geht bestimmt irgendwas noch nicht. Björns Sessellift. Obwohl, ich habe einen Schraubenschlüssel dabei, ne? Falls was klemmt. Jodel die Höhe, die Affen sind los. Alles klar, Kitty? Ich bin Björn, du weißt schon, Bennys Bruder. Mein Sessellift ist futsch und meinen Schraubenschlüssel habe ich dummerweise jemandem geliehen. So ein Ärger. Was ist denn das? Das Copyright-Zeichen bei Ärger. Hey, da ist mein Schlüssel. Gibst du ihn mir zurück? Er gehört sowieso dir oder ich habe ihn gefunden. Warum sollte man die zweite Option wählen, ne? Hier, er gehört sowieso dir. Tausend Dank, Kitty. Von nun an kannst du immer in meinem Sessellift fahren. Oh, ich gehe direkt rein. Na gut, ich wollte noch überlegen, ob ich überhaupt fahre, aber gut. Oh. Oder ist das so eine Simon Says Höhle? Dass ich mal wieder einen Bananenvogel machen kann. Moment. Ja, okay. Wurde auch mal wieder Zeit. Also. Blau, rot, grün, blau. 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 Blau, rot, grün, blau, blau, blau. Pling. Da flexe ich doch direkt mal meinen Bizeps. Okay, hat sich ja aber trotzdem gelohnt. Weiter geht's dann hier nicht. Nein, ich habe den Sessellift verpasst. Gleich kommt der nächste. Ich finde diese Animation so süß. Wie der dann da sitzt. Ach ja. Gut, da muss ich wahrscheinlich nicht nochmal hoch. Aber die Levels sind überschaubar. Seht ihr auch das böse Gesicht in der Lagune? Schrecklich. Flutlichtfische. Ach, das ist doch wieder der Anglerfisch, oder? Aus dem zweiten Teil. Hm. Hoffentlich tut mir keiner was. Oh Mann. Ist das finster? Und hier soll ich was sehen? Da. Ja, aber der wird mir was tun, oder? Ich kann ja nichts machen. Ich schwimme mal gegen ihn. Moment. Aber allerdings als Dixie. Ja, gut, das ist nicht gut. Das heißt, so hilfreich war der noch nicht. Fass habe ich gerade nicht. Huch, hier ist ja On Guard. Ah, dann machen wir mal Folgendes. Dann pieksen wir den mal auf. Ah ja, dann macht er mir mehr Licht. Okay. Bleiben wir mal bei dem Deal. Ist okay. War hier noch was? Achso, ich dachte, hier an der Seite war was. Okay, also mit En Garde die Dickies aufpieksen und dann können wir was sehen. Nee, das war ein anderer. Der hat einen Buchstaben gegeben. Ah, okay, das bezieht sich aber aufs ganze Level, ne? Also nicht nur der Umkreis von ihm, sondern alles ist ein bisschen heller. Ja, okay. Wieder mal schöne Mechanik. Oh, hier geht's dann weiter mit Licht. Okay. Bui. So, du Clown. Boing. Ich meine, man sieht ja... Kommst du zurück? Nein. Man sieht ja auch so eigentlich genug. Wer weiß, was sie da vor mir verstecken. Oh, ich wollte nach unten beschleunigen und er geht nach vorne. Wie lame. Gut, weit war ich noch nicht gekommen. Na gut, dann kann ich ehrlich gesagt den ersten Teil auch mal ohne Licht machen. Das hätte ich auch noch so gefunden, das K. Allerdings, wenn ich auf der Taste drauf bleibe, ist das, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Dann holt er nämlich nicht extra nach vorne aus. Diesmal kriege ich dich. So.
Es wird zwar hier gerade finster, aber so lange nicht wirklich was kommt, was ich gar nicht sehen kann. Also es ist nicht das finsterste Level, was man sich so in Spielen vorstellen kann. Da gab es ja schon ganz andere Kategorien, auch in Donkey Kong, wo man Licht anmachen musste und dazwischen war echt alles komplett finster. Obwohl, hier ist jetzt so eine verdächtige Banane, ne? So, man kann diese Muscheln machen. So, wenn sie nämlich offen sind. Aber ob es mir was bringt, ist eine andere Frage. Hier ist nichts. Also bisher ist das Licht nur for your convenience oder for my convenience. Oh, sage ich mal. Ich krieg's auch ohne noch hin. Okay, hier ist einfach nur ein Buchstabe. Noch keine Bonusrunde gefunden und das Fiese an den Unterwasserlevels mit En Garde ist, ich mach trotzdem mal Licht, dass da immer irgendwo am Rand was sein kann, was man dann mit dem hier aufbricht. Aber das fand ich immer sehr schwer zu sehen. Das kriegst du halt auch normal nicht auf mit der Attacke, ne? Hier wäre der Buchstabe gewesen. Oder war der Buchstabe? Ähnelt sich alles. Hier ist wieder so eine Banane. Tja, als wenn hier irgendwie... Aber hier sind überall Bananen. Kennt man ja, ne? Unterwasserlevel. Einfach mal ein paar Bananen verteilt. Zum Glück greift er hier nicht automatisch an. Sonst wäre ich ja schön im Arsch. Nochmal hier eben gucken, aber hier deutet sich kein extra Weg an. Also in Unterwasserlevels. Ach Mann, komm, ey. Bin ich immer recht erfolglos mit. Oh. Ja, das riskiere ich vielleicht nicht. Mal kurz gucken, ob hier oben was ist. Oh. Also die wegzumachen riskiere ich nicht, wollte ich sagen. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn mit ihm? Oh. Ah! Außerdem war da links was, glaube ich. Scheiße. Okay, das wurde jetzt gerade ein bisschen schwer. Soll ich es riskieren, die Muscheln wegzumachen? Das würde die Sache natürlich komplett entspannen. Das wäre schon eine Überlegung wert, sage ich mal. Erstmal wieder du. Okay, die schwimmen hier einfach nur durch. Oh, das war Glück. Uff. Ist auch völlig egal, ob man die macht oder nicht. Insofern mache ich sie jetzt mal nicht. Da hat man gar nichts von. Oh, zum Glück hat der mich nicht zurückgeschleudert in die Muschel rein. Hatte ich jetzt hier schon geguckt? Ach ja, hier war der Buchstabe. Hier ist echt nichts von Bedeutung, ne? Hier geht's rum. Okay, das war ein Leben. Leben ist schon von Bedeutung. So, ist zwar jetzt auch riskant, aber die sind vor allen Dingen nur ganz kurz offen, ne? Da muss man irgendwie Glück haben. Oh, yeah! Sehr geil. Würde ich am liebsten schnell speichern. Ah! Oh Gott, der dreht da um. Die muss ich mir genau angucken, wo die umdrehen, ehrlich gesagt. Okay, er dreht hier um und da geht's rein, würde ich sagen. Nein, da ist nichts. Sah echt so aus. So, wo dreht er um? Er dreht hier um. Aber hier ist was. Ja, endlich mal ein Bonus. Oh Mann. Uiuiui. 90 Sterne. Oh, das klingt viel. Das klingt nach einer En Garde-Bonusrunde. Oh shit. Ist das hier ist komplett? Ja, wahrscheinlich alles zusammen 90. Okay, dann ziehe ich mal meine Kreise. Oh, weia. Aber die Zeit wird doch wieder großzügig sein, oder? Wie habe ich denn? Ach, habt ihr ja schon alle. Da in der Mitte. Piu! Ja, dreht nicht an eurem Monitor. Auch die Bonusrunde war dunkel. Es stand aber eine 47 da am Ende. Wo komme ich denn jetzt gerade wieder raus? Oh, puiuiui. Ich schätze mal, von oben wäre ich gekommen. Ja, das war hier.
des Bonus-Dingens war hier. Okay. Ab nach unten und hier geht's weiter. Na, da kann man nochmal Licht machen. Wenn wir schon mal hier sind. Doing. Blöd, dass der auch als Gegner zählt. Wenn ich den nicht richtig treffen würde, dass dann... dass ich mich da an dem verletzen würde, ne? Soll hier was sein? Einfach nur so ein paar easy Muscheln, die ich nicht machen muss. Finster. Okay, Bananen. Naja, habe ich doch gedacht, dass irgendwo was in der Ecke ist, aber... Nicht so berauschend und auch nicht so herausfordernd. Ah, endlich Speicherfass. Okay. Brauche ich tatsächlich nicht. Oh, jetzt schwimmt er sogar. Oh. Okay. Dann geht's jetzt hier weiter. Oh, 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 oh. Das hätte man vielleicht ahnen können, aber... Hey, hey, hey. Ich warte lieber ab. So. Puh, hier ist ja was los. Okay, jetzt sehe ich gerade wirklich nicht so, wo da die Abzweigung gewesen wäre. Okay, hier geht's rein. Es ging hier einfach nur rum. Alles klar, ich brauche mal wieder Licht. Ja, sehr gut. Guck mir das nochmal. Oh, was ist denn hier? Ne, hier geht's weiter. Moment, dann war der andere Weg. Der andere Weg. hier, diese Verbindung hatte ich nicht gesehen, aber gut, die ist jetzt nicht so berauschend. Unten ist doch bestimmt was. Hier sind wieder zwei von den Kollegen. Ach, nur Bananen, okay. Hier ist nichts. Ich gehe nochmal hoch. Wo war ich da? Bei dem. Sag mal. Geh mal da rum. Nochmal hier gucken. Nee, hier ist dann auch nichts. Also nicht nichts, aber keine Bonusrunde jedenfalls. Okay, es geht hier weiter. Oh, ihr seid schnell. Euch muss man schön in Ruhe machen. Ebene für Ebene. Oh, und da ist ein Buchstabe drin. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ah. Eine Münze. Okay, ich gehe wieder runter, mache mir nochmal Licht an. Doing. So. Und jetzt vorsichtig. Hier sind zwei Bananen. Was soll das denn schon wieder? Ach, egal. Oh, puh. Oh. Es kommt immer Bananen und Gegner im Wechsel. Darauf kann man sich zumindest verlassen. Hier gibt es wieder Licht. Oh. Hm, okay. Wow. Eieieiei. Okay, also hier so noch. Erstmal angucken, wie weit die hochgehen. Alles klar. Also, wenn die weg sind, dann kann ich warten, bis die unteren da sind. Und dann kann ich hier ausparken. Da unten sieht es nicht so aus, als wenn da was wäre. Also unter denen. Ah, oh Gott. Eieieiei. Ich wollte eigentlich nur gucken. Ah ja. Nur zum Licht machen. Okay. Können wir auch nochmal schauen. Ich gehe da jetzt runter, aber eigentlich dürfte da nichts sein. Manchmal ist es halt auch ein unsichtbares Fass, man weiß es ja nie. Hm, ist das der Weg? Ich glaube, das ist der Weg. Ich höre schon wieder... Hier ist auch ein Weg. Hm. Ah! Du Scheiße. Okay, ich probiere mal, ob ich da von rechts rumkomme und dann da wieder ankomme. Ah, Entschuldigung. Musste fast niesen. Okay, sie sind auf beiden Seiten. Aber da sind Bananen. Da geht's aber nicht rein. Okay. Oh je, das war Glück. Ah, okay. Ah, shit, man muss einfach... Man darf auch nicht zu lange überlegen. So, ich gehe gleich zur anderen Seite. Was machen die? Die haben keinen so besonders... weiten Range hier, okay. Mhm, hier haben wir das G. Moment.
Hier oben ist nichts, nein. Gut, Buchstaben sind komplett. Hier geht es auch wieder so irgendwie rum. Geht es hier hoch? Das sieht doch... Da ist ja das Bonusfass. Ah, jetzt sehe ich es ja erst. Okay. Okay, hier geht es nicht rein. Ich muss tatsächlich irgendwie an den... Och nö, oder? An denen vorbei? Das geht doch gar nicht. Ich riskiere es. Ah! Wahrscheinlich sind die so schnell auf und zu, dass sie immer irgendwie auf sind. Dass es nur einen ganz kleinen Moment gibt, wo man sie vielleicht nicht treffen kann. Okay, 40 Sterne. Ah, ich muss dem Weg folgen. Sehr schön. Das macht Spaß. Viel Zeit ist nicht, muss ich sagen. Aber 40 Sterne, ja. Komme ich hin, sag ich mal. Ups, da sind wir auch schon. Und 48 Münzen. Also mit den Bonusmünzen läuft's. Da muss ich in diesem Let's Play nicht ganz so viel aufarbeiten. Da habe ich zumindest durchschnittlich in jedem Level, sage ich mal, 1,5 von denen. Okay, mein Freund. Dann machen wir mal Licht. Und dann unten weiter. Was ist hier? Achso, hier war dieser Rund... Oh, ich kann nochmal Bananchen sammeln. Warum nicht? Hier war der Rundlauf, genau. Also, nochmal... Mal Licht aktiviert. Gibt es hier am Rand irgendwo was? Oh, das ist schon knapp. Also die Bonusrunden habe ich ja beide. Jetzt könnte es noch irgendwas Richtung DK. Nee, ja doch DK-Münze werden, aber dann besser an Land. Mal gucken, ob hier noch was kommt. Haben sie ja gerne mal gemacht. Also hier unten ist nichts. Oh, ich bin ganz allein, aber ich bin wenigstens Kitty. Ja, da ist doch schon das Fass. Das kann doch nur eins bedeuten. Ach, wie simpel. Okay. Hopp. Alles klar, das war eine erfolgreiche Nummer. Auch wenn die Levels jetzt gefühlt echt immer länger dauern. Höhlenhumbug, ich guck noch rein. Ein paar Minütchen haben wir noch, bis ich dann sterbe. Okay, da kann ich doch stehen, oder? Ach! Toll, an allem vorbei. Okay. Ach. So, Squawks kann ja auch wieder spucken. Das heißt, wir spucken mal. Spucken uns das K frei und holen die ersten Bananchen, die ich verpasst habe. Oh, diese Mechaniken, die machen alle so Spaß, ne? Manchmal wird es natürlich ein bisschen brenzlig. Oh, hey! Wer macht denn da Stress? Oh Gott. Ich gehe oben lang. Na gut, hier sind auch nur Bananen. Wer wirft die? Der wirft die tatsächlich. Ah, ich kann den nicht treffen, okay. Oh, oh, oh! Wenn ich jetzt Quarks wäre, ne, dann würde ich mir den greifen. Ach du Scheiße. Ich finde übrigens, die Explosionen, die sind irgendwie... Also dieses Feuer ist irgendwie immer was ganz Eigenes. Das sieht nicht aus wie 16-Bit, das... Sieht irgendwie komisch aus, als wenn man was Reelles abgefilmt hätte und daraus Pixel gemacht hätte. Ganz merkwürdig. Ich meine, sie haben ja hier eh alles gerendert. In dem Spiel. Kann ja sein, dass es eine echte Vorlage war. Oder dass man es irgendwie am Computer gerendert hat und dann in Pixelform gebracht hat. So, Freunde, wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Soll man da runter? Ich schätze schon. Da unten ist eine... Nicht mal eine Bonusrunde. Oh nein, jetzt wechseln die hier unten. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ha, ich war mir nicht sicher, ob ich in der Mitte safe bin, aber so wie ich über den rübergekommen bin, war ich in der Mitte. Ah, oh Gott. In der Mitte safe. Meine Fresse, die kommen ja aus dem Nichts. Ich bin ja immer noch so nah dran. Oh, und dann sind es natürlich wieder zwei. Oh, joi, joi, joi. Okay, hier muss man echt aufpassen. Na, warte, dich mache ich. Oh, joi, joi. Du hast doch was für mich. Ihr habt so einen fetten Bauch immer. Eine ganze Banane. Ich bin begeistert. Oh, Mann. Oh, Gottes Willen. Das war mir ein bisschen zu nah, muss ich sagen. Hopp. Okay. Oh, cool. Ein direkter Wechsel hier. Ah. Jawohl. Hui.
aus der Luft ins Wasser. Das finde ich doch schön. Ja, also ich mache die Muscheln einfach nicht. Das bringt nichts. Und ich hoffe nicht, dass hier mal so irgendwie in der Ecke was... Naja, gut. Paar Banänchen, aber nichts, nichts von Bedeutung. Oh. Das war ein bisschen knapp, aber hat geklappt. Oh. Ich habe ein bisschen... Bin ein bisschen nervös, weil Dixie da so weit oben drauf sitzt, dass man vom oberen Gegner getroffen wird. Ich teste nur mal kurz. Yo! Okay. Oh, ich bleib tatsächlich im Wasser. Ich hätte gedacht, jetzt geht's wieder an die Oberfläche oder so. Oh. Die sind ja schön ungefährlich, diese kleinen Fischlis hier. Also so klein sind sie nicht, aber diese Rundfische. Oh, 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 oh. Kommt da was von oben? Oh. Springen kann ich aber nicht, oder? Nee. Okay, über die Wasseroberfläche hinaus geht's nicht. Ob ich mir die doch vornehmen sollte? Die gehen halt immer, ne? Also bis jetzt sagt die Erfahrung, dass sie immer funktionieren. Ja, okay. Bei den Schnellen mache ich mir dann nicht so Sorgen. Bei den Langsamen geht's auch ganz gut eigentlich. Weil du das da abpassen kannst. Okay, ein recht freundliches Level noch. Okay, hier geht's wieder raus. Oh Gott, ich werde auch noch Ellie? Sage mal. Okay, wie komme ich da hoch? Soll ich mit Ellie hier rein? Ach, kann ich absteigen? Nein. Doch. Nein, hätte ich das natürlich vorher schon machen können. Mist. Gehen wir den ganzen Weg zurück. Da das hier sowieso länger dauert als gedacht, werde ich das mal probieren, ob ich den Weg zurückgehen kann. Dann sehen wir uns entweder da wieder. Oh, wie sie ihn streichelt. Süße Idle-Animation. Ja, dann sehen wir uns entweder da wieder, wo ich schon mal an der Wasseroberfläche war, falls das eine Bonusrunde wird. Oder eben hier wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.